Hallo liebe Hungrige, egal ob Pfingsten oder eine andere Festivität, Partysuppen kommen ja eigentlich immer gut an. Und diese hier mit herzhafter Cabanossi ist ein besonders leckeres Exemplar. Wir brauchen dafür natürlich besagte Cabanossi, außerdem Paprika, am besten Tricolore für alle, die nicht Chinesisch sprechen, also dreifarbig. Und an Gewürzen brauchen wir Pfeffer, Salz und Paprika, edelsüß und rosenscharf. Ja, Regiefehler. Ich habe zu spät gesehen, dass ich da zweimal rosenscharf hingestellt habe. Ich bin manchmal ein kleines Dummerchen, aber nur manchmal. Und optional ergänzend, ihr könnt da ja, wenn ihr wollt, ein bisschen experimentieren, passen dazu noch eine Prise Zucker, etwas Tomatenmark und ein bisschen Thymian. Auf jeden Fall brauchen wir aber noch Knoblauchzehen, Zwiebeln, saure Sahne, alternativ Schmand, Gemüsebrühe, Mais, Kidneybohnen und passierte, alternativ Schältomaten. Wir beginnen mit einigen Vorbereitungsarbeiten, entkernen die Paprikaschoten und schneiden sie dann in Streifen und das gilt gleichermaßen für Grün, Rot und Gelb. Die Knoblauchzehen werden geschält, die Zwiebeln ebenso, aber diese noch anschließend fein gehackt. So, und die Cabanossi schneiden wir in dünne Scheiben und geben sie dann, ohne irgendwelches Fett, in einen großen Topf. Dazu pressen wir dann eine Knoblauchzehe, danach gleich noch eine zweite. Und dann wird alles so für 4-5 Minuten bei hoher Temperatur scharf angebraten. Immer mal rühren dabei und dann verringern wir die Temperatur etwas, geben die Paprikastreifen mit in den Topf, rühren alles durch und braten auch diese so für 3-4 Minuten mit an. Anschließend wird alles mit einem Liter Gemüsebrühe abgelöscht, kurz umrühren und dann kommt die geschnittene Zwiebel mit in den Topf, außerdem der Gemüsemais, auch die Kidneybohnen kommen mit dazu und dann noch zwei Dosen Pizzatomaten. Wie gesagt, alternativ auch Schältomaten. Dann pressen wir die dritte Knoblauchzehe noch mit dazu, rühren alles mal um und würzen dann kräftig mit Pfeffer, etwas verhaltener mit Salz, denn die Cabanossi ist ja schon etwas salzig. Außerdem würzen wir noch mit dem Paprika rosenscharf und, hier könnt ihr sehen, ich habe meinen Fehler entdeckt, auch mit der edelsüßen Variante. Nun alles gründlich durchrühren und dann für 1-2 Minuten aufkochen lassen, dann die Hitze wieder reduzieren und unser Süppchen für 12 Minuten köcheln lassen. Abschließend geben wir die saure Sahne, alternativ eben Schmand mit in den Topf, diesen gründlich einrühren, das dauert ein Weilchen, alles kurz nochmal aufkochen lassen und dann ist diese deftige Suppe fertig, wir können sie vom Herd nehmen und auftun. Optional jetzt noch ein Löffelchen saure Sahne mit auf den Teller geben, wenn vorrätig, dann vielleicht noch mit dem Stängelchen Petersilie garnieren und dann können wir diese leckere Suppe essen. Passt prima auf jedes Partybuffet, ein bisschen Baguette oder Weißbrot dazu reichen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber eine Soljanka kochen möchtet oder passend zur Cabanossi-Suppe ein Kräuterzupfbrot aus der Springform backen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.